Hallo, herzlich willkommen bei Andis Bastelwerkstatt. Heute soll es ein Unboxing-Video geben, und zwar geht es heute um eine Heckenschere. Wie ihr seht, habe ich hier etwas Hecke zu schneiden, bis hier runter. Und für das hat mich mir eine Heckenschere gekauft. Die Hecke geht natürlich hier hinterm Haus noch hoch. Und ja, da werden wir das jetzt mal testen. Aber zuerst packen wir sie mal aus. Ja, und zwar habe ich die Einhelle gekauft, die günstige Heckenschere. Es gibt eine teure und es gibt diese. Ich habe mich für diese entschieden, da ich ja nicht 5 Kilometer Hecke habe, wo ich schneiden muss. Bei 5 Kilometern wäre es vielleicht so, wieder ratsam, zum Benzin umzusteigen irgendwie oder so. Ja, auf jeden Fall packen wir die jetzt mal aus und dann werden wir mal schauen, was da drin ist alles. So, mal hier schon die Heckenschere. Da ist nicht viel drin, in dem Fall. Wieder die Garantieverlängerung. Die ist wirklich einfach zu machen. Ihr müsst hier nicht viel tun und kriegt dann, ja, also auf dem Gerät kriegt ihr 3 Jahre Garantie. Also man kann das auf 3 Jahre verlängern, Entschuldigung. Also normalerweise sind, glaube ich, 2 Jahre, glaube ich. Man kann ein Jahr verlängern und die Akkus sind mit 2 Jahren begrenzt. Also die kann man nur... Ja, hier steht es eh schon. 2 Jahre normale Garantie und 1 Jahr plus. Und die Garantie für die Akkus sind hier Verlängerung 2 Jahre. Da müsste es eigentlich 2 Jahre Garantie drauf geben. Und zusätzlich könnte man hier noch gewinnen etwas. Und hier steht, jeweils zum Quartalende werden attraktive Preise verlost. Also es wird hier noch irgendwas zu gewinnen geben. Werde ich auf jeden Fall machen. Ich habe ein Video davon gemacht, wie ich das gemacht habe. Rechts im Eck oben werde ich es euch verlinken. Dann habe ich hier Original Betriebsanleitung. Ja, wird nicht viel geben. Und hier halt Sicherheitshinweise. Wir haben hier auch Aufkleber, was man benutzen sollte. Also man sollte die nicht im Regen benutzen. Man sollte auch Achtung geben. Man sollte die Bedienungsanleitung gelesen haben. Und in Sicht und Gehörschutz tragen. Ja, hier sind die Messer. Scharf, ein bisschen geölt, aber das gehört sich ja so. Sieht nicht schlecht aus. Hier ist auch ein 2. Also hier muss man betätigen und kann man hier betätigen. Das heißt, man muss beide Hände, ja, mit beiden Händen das Gerät bedienen. Man kann nicht nur mit einer Hand. Ja, werden wir es mal probieren. Ich hole mal noch einen Akku. So, Akku ist da. Frisch aus dem Ladegerät. Stecken wir mal ein. Jawohl. Das große, die großen Heckenschere braucht, was ich weiß, auch 2 Akkus. Also die benutzt dann auch 2 Akkus. Und die Staubsauger zum Beispiel. Aber jetzt bedienen wir mal. Also hier drücken passiert noch nichts. Und wenn wir hier das hier drücken, dann ist es sicher.
Ja, wir werden jetzt mal testen. Ja, ich stehe jetzt hier vor der Hecke. Eigentlich sollte man die im Herbst schneiden. Darum werde ich jetzt auch nicht alles machen. Ich werde das nur hier kurz machen, wo man dazu sieht. Ja, dann helfen wir mal. Ja, wie ihr seht, schneidet gut. Ganz leicht ging es mit diesem hier. Ich habe jetzt eine Schublehre geholt. Und zwar sitzt jetzt auf -0,1. Und den hier, also mit 8,5. Mit 8,5 hat das mühelos durchgeschnitten. Wo es ein bisschen schwieriger war, da musste ich zweimal nachhaken, ist der gewesen. Der ist schon bei 14 oder fast 15 mm Stärke. Aber im Grunde genommen ein gutes Gerät. Ich werde es hier noch fertig machen und dann kann ich alles verräumen. Ihr könnt mir ja zusehen, aber man sieht hier nicht viel. Ja, und zwar bin ich hier so runtergefahren, so runter, und bin hier voll auf das Eisen vom Ding reingekommen. Das Eisen ist noch ganz, also das hat es nicht durchgeschnitten, allerdings ist die Säge kurz stehen geblieben. Und wir gehen jetzt mal schauen, ob irgendwie ein Zahn beschädigt ist. Ja, wir sind jetzt hier bei der Säge. Wie man sieht, klebt so einiges Zeug daran. Man sieht aktuell wirklich nicht viel, dass hier was kaputt sein soll. Also ich bin ja in diesem Bereich reingekommen. In diesem Bereich bin ich ja reingekommen. Ich werde das jetzt mal kurz drehen ein bisschen. Gut, ich habe es jetzt kurz mal laufen lassen. Jetzt können wir die Schneide haargenau ansehen, ob da irgendwas passiert ist. Also auf den ersten Blick hat das der Schneide nichts getan. Ja, unmittelbar nach der Benutzung. Die Maschine habe ich ja eh schon gezeigt, ziemlich schmutzig, weil es einfach eher noch zu nass war. Es hat nur kurz geregnet vorher. Was steht drin? Wie soll man sie
also verräumen, Akku rausziehen und dann mit schwacher Druckluft abblasen. Und das werden wir mal machen. Also ich habe jetzt das hier abgeblasen. Bitte nehmt immer den Akku raus, weil wenn ihr da hier die Finger drin habt, die fragt nicht, wenn ihr auf die zwei Taschen kommt. Gut, ich werde das jetzt noch ein bisschen einsprühen mit Öl. Und dann hier drauf reinstecken und dann verräumen. Hier haben wir noch ein Ding, wo wir es aufhängen können. Ein Loch, so nicht ein Ding, Entschuldigung. Ein Loch, wo wir es aufhängen können. Ja. Ich habe hier aus dem Lidl das Graphitöl mal gekauft. Sollte für Kettensägen sein, also wird für dieses hier auch gut sein. Schmiermittel und Korrosionsschutz. Genau. Also einfach aufsprühen auf die Zähne, dass das genau ein bisschen da ein bisschen schwimmt oder halt beschichtet ist, so ähnlich. Dass überall ein bisschen Fett und Öl drauf ist. Und dann auf der anderen Seite. Also, es ist jetzt überall was drauf, beiden Seiten. Und so können wir es verräumen. Und so aufhängen. Hier ist zwar eine Schraube, aber oben würde das gehen. Ja, noch zum Akkuverbrauch. Ich habe jetzt hier, was sind 6, 10 Meter geschnitten. Akku ist immer noch voll. Also man kommt, glaube schon eine Weile. Das ist noch ein 3,0 Amperestunden Akku. Ja. Ich glaube, ich war jetzt, ist es wirklich mit dem Video. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Schauen meiner Videos. Und bis zum nächsten Video.